Ja, moin, meine Brüders! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch, Puni, Puni. Wir sind, glaube ich, ganz gut am Start. Wir haben im letzten paar Tale King geklatscht und könnten jetzt eigentlich... Ja, wobei, wir machen es mal. Wir werden nämlich jetzt ins Krimmerviertel aufbrechen, welches unterhalb von Blütenbühl liegt. Ja, man sieht auch hier noch ganz klar die Einflüsse von Blütenbühl oben. Aber Blütenbühl ist ja schon seit langer Zeit verlassen. Wir gehen aber nochmal zurück, weil es gibt in der Innenstadt nämlich noch ein Level, das wir freischalten wollen. Ein geheimes Level. Und ich frage mich gerade, wo das ist. Ach, guck mal an, hier ist es ja. So, und hier haben wir folgendes Prozedere. Hier steht, Stage 81, bekomme ein Yokai oder ein Wipwop mit der Größe 15. Mit der Größe 15 oder größer. Und das kriegen wir hin! Jawohl! Also dann machen wir es. So, ich würde sagen, wir wählen uns dazu mal, weiß ich nicht. Damals in Wibble Wobble, ihr wisst es, war es immer Stimoleo, den wir dazu verdonnert haben oder den wir immer dazu genötigt haben, einen Wapwap der Größe 15 zu bilden. Und jetzt ist es halt Schleifer. Ne? So, wobei, was steht denn hier genau? Hier steht... Get a Whipwop to size 15 or bigger. Das heißt nicht, dass wir 15... Ah, fuck it. Dass wir 15 Wapwops auf einmal verbinden sollen, also hintereinander, in einem, sondern es reicht, wenn wir sagen, okay, wir machen den hier. Dann machen wir den hier. Da haben wir schon eine Größe von 17 und dann sollte es eigentlich geschafft sein. Ja, also es ist hier nicht das Ziel, um das geile Level freizuschalten, dass wir sagen, okay, komm, wir... Alter, jetzt hier nicht sterben, Mann. Danke. Das Ziel ist ja ganz klar nicht, dass wir 15 Wapwops nacheinander verbinden sollen oder direkt, sondern es reicht, wenn wir sagen, hey, ich bild jetzt erstmal einen von der Größe 7 und dann verbinde ich den nochmal weiter und so. Hauptsache, ihr habt die Größe 15 irgendwie erreicht. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Challenge war für das nacheinandrige Verbinden der Wapwops. Habe ich wohl vercheckt. Na gut. Pümpel! Gehen Sie weg, Sie Schwein! Und da du auch nicht anders hören kannst, sondern auch fühlen willst, du Sau, als wärst du gerade irgendwie dabei, deine Sinne auszuchecken, dann mache ich jetzt mal Feierabend hier. So. So einfach ist das. Na gut. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollten wir das geheime Level freischalten. Nur ich kann euch sagen, das Level wird... Es wird der Knaller. Es wird hart. Ja, perfekt. Also, 15 soll die Größe sein oder mehr. Ein Wapwap der Größe 15 oder mehr. Und hier haben wir Reisgreis und der ist auf Level 37. Mal gucken, ob wir ihn besiegen können. Bin gespannt. In Yo-Kai Watch habe ich ja auch schon mal gegen... Also in Yo-Kai Watch 1, in meinem neuesten Let's Play dazu, da habe ich ja auch schon mal gegen einen gewissen Reisgras gekämpft. Aber ich glaube, bei dem muss ich irgendwie auf Stufe 30 sein, damit ich den überhaupt besiegen kann. Also moin. Mit 30 meine ich eigentlich... Ich glaube, da müsste meine Yo-Kai so auf Level 60 oder so sein, damit ich da überhaupt eine Chance gegen die habe. Direkt mal heilen. Shibanen ist voll. Shogunan ist auch jetzt voll. So, wir nutzen dann zweimal. Ups. Entschuldigen Sie, ich habe gerade eben gegen mein Mikrofon gehauen. Nutzen wir jetzt zweimal die Ulti-Seele von Shibanen und dann noch einmal ganz schnell die von Shogunan. Aber ihr habt gesehen, das wurde gegönnt. Nice, das ging dann doch ziemlich schnell. Schneller als gedacht. Ich dachte so, okay, Level 37, der bringt mich um. Der wird mich doch malträtieren, wird er mich. Aber nö. Alles super. Und jetzt hätten wir quasi ganz schön viel vorgearbeitet und können die Innenstadt mit gutem Gewissen verlassen. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir haben schon gegen Harlequin gekämpft. Es geht jetzt in die Innenstadt. Ins Krämerviertel natürlich, klar. So, wir zahlen das Geld dafür, weil ich habe jetzt keinen Bock irgendwie da den
Mochismo-Verschnitt für die Armen auf Level 8 oder so zu bringen. Scheiß drauf. Gut. Also, was haben wir hier? Wir haben Level 31er Zonen, also ich denke mal, das Krämerviertel wird sich von Level 31 bis so 37 bauen oder so. Vielleicht sogar bis Level 40. Kann sehr gut sein. AKA, wir werden hier wieder mal keine Probleme haben. Ja? Und das, obwohl ich die letzten Male eigentlich nicht dazu komme, offscreen zu trainieren. Ich weiß auch gar nicht, wann ich zuletzt offscreen trainiert habe. Es ist schon wirklich Tage her. Auch seitdem mein PC irgendwie den Geist aufgegeben hat. Oder besser gesagt, seitdem ich den PC mehrmals neu aufsetzen musste, also Windows neu installieren musste, kam ich auch nicht mehr zum Wobble Wobble aufnehmen oder zum Puni Puni aufnehmen. Das war schon da irgendwie. Es hat sich abgezeichnet, so dass ich in Sachen Puni Puni etwas inaktiver wurde. Und das ist auch bestimmt einigen von euch aufgefallen, die auch hier Puni Puni spielen. Und sich denken so, hey, wann spendet Köln mir was? Ist leider noch nicht passiert, es tut mir leid, aber jetzt gerade, wo ich wieder aufnehme und meinen Vorrat vernachlässigt habe, die letzten Tage, was aber nicht meine Schuld ist, weil irgendwie Labo rauskam und dann fing der PC natürlich einen Tag vorher an, so rumzuspinnen und ich musste halt Windows neu aufsetzen und ach, alles scheiße. Ja, also, umbringt Tendo. Ha! So wie du gerade zugeschlagen hast, du Memme, wird das gar nichts bringen. Ich heile mehr, als du mir Schaden gibst. Du alte Drecksau. Und jetzt mach dich weg, du alter, Ich finde den Namen von Labanase im Englischen ziemlich cool, und zwar Bananose oder Bananose. Was halt schon sagt, hey, es ist halt eine Bananennase. Und hier Labanase, weil er halt viel labern kann. Ich meine, gut, im Deutschen ist die Übersetzung jetzt nicht so geil gelungen, aber sie ist okay. Ja, wir wollen mal nicht rumlabarisieren und rummeckern. Ja. So. Wichtiges Thema. Ihr habt es im Titel gelesen, hoffentlich. Und zwar geht es heute um etwas sehr Wichtiges. Ich habe es im letzten Part schon angekündigt, dass ich darüber reden werde. Und wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, dass es halt bald passiert, ich denke mir so, geil, Mann, geil, geil, geil. Es geht um Yo-Kai Watch Staffel 3, beziehungsweise auch Yo-Kai Watch 3. Ja, jetzt wird wieder mal der gute Phoenix Wright in die Kommentare schreiben. Also ganz ehrlich, Kai, so auch wenn der Manga handelt nie vom Spiel, sondern immer nur vom Anime. Und das, was im Anime passiert, passiert im Spiel nicht. Ja, okay. So, du Experte, du. Sorry, dass ich mal so ein bisschen überdramatisiere und ein bisschen überparaphrasiere und auch ein bisschen überphilosophiere. Aber wir wissen trotzdem, ich bin der Überking. So ist das. Nee, aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ihr habt vor einigen Tagen ein Video gesehen von mir, wo ich das neueste Yo-Kai Watch Magazin in die Kamera gezeigt habe und dort das Thema beredet habe, welches auch wieder diesen Part hier zieren wird, und zwar Yo-Kai Watch Anime Staffel 3 kommt dieses Jahr oder kommt nach Deutschland. Ob es dieses Jahr kommt, steht immer noch in den Sternen, weil Level 5 dazu nichts gesagt hat, aber das deutsche offizielle Yo-Kai Watch Magazin hat bestätigt, dass in diesem Jahr oder dass der Yo-Kai Watch Anime weitergeht und damit Staffel 3 weitergeht. So. Und das stimmt mich echt sehr, sehr happy, weil, wisst ihr, wenn der, wenn das Magazin schon sagt, hey, es geht auf jeden Fall weiter, dann glaube ich nicht, dass das nur leere Worte sind. Weil, naja, soll ich euch was sagen? Von wegen leeren Worten? Ich glaube, Ende 2016, wurde ebenso gesagt, ja, Staffel 2 ist schon absynchronisiert von Yo-Kai Watch, also vom Anime, und er kommt 2017 nach Deutschland. Und ihr wisst, oder ich kann euch gerne mal fragen, kam der Anime in der zweiten Staffel 2017 nach Deutschland? Nein, kam er nicht. So. Und es gibt eine Newsseite, die das berichtet hat. Ich weiß nicht, welche das war. Vielleicht suche ich euch das mal raus. Aber es gibt eine Newsseite, die hat berichtet, hey, so Yo-Kai Watch
geht vom Anime her 2017 in die nächste Runde. Staffel 2 wird kommen. Sie kam aber nicht. Und wisst ihr, was meine Angst ist? Dass es mit der dritten Staffel genauso sein wird. Sie werden sagen, ja, kommt auf jeden Fall. Also wir sagen dir, wie es weitergeht. Ja, ja. Der Anime geht weiter. Aber ob er dann wirklich weitergeht oder nicht, letztendlich. Oder ob das nur ein leeres Versprechen ist, das weiß niemand. Aber ich sag mal so, warum sollte das offizielle deutsche Yo-Kai Watch Magazin die dritte Staffel ankündigen quasi schon, ja, sie haben sie angekündigt für Deutschland. Warum sollten sie die ankündigen, wenn sie dann später wieder nicht kommt? Das macht ja schon mal vorne und hinten keinen Sinn. Aber ja. Ich suche gerade mal ganz kurz die Newsseite raus. Das sollte kein Problem sein. Unos Momentos, Brudes. So, jetzt aber erstmal hier wieder Schnecker weitermachen. Und zwar, jemand hat mir unter meinem Yo-Kai Watch Video von wegen dritte Staffel vom Yo-Kai Watch Anime angekündigt, Video, bla bla, ihr wisst, einen Kommentar geschickt. Mit einem Link darin. Das ist der gute Nick Van Hell. Und warum auch immer er mir diesen Link geschickt hat, ob das jetzt einen Hintergrund hatte oder ob er sich dachte, ja, ich poste nur den Link von der News, lol. Ich meine, es wäre auch schön gewesen, hätte er was dazu geschrieben. Nick, falls du zusiehst, danke für diesen Kommentar, weil ohne dich würde ich jetzt nicht auf dieses Thema kommen. Oder ich habe es ja gerade eben schon leicht thematisiert, von wegen Staffel 2. Aber wie gesagt, diese Newsseite, von der ich euch gleich berichten werde, oder die ich jetzt gleich mal ein bisschen auseinandernehme, die berichtet davon, dass die zweite Staffel vom Anime, vom Yo-Kai Watch Anime, bald kommt. Oder bald kommt, von vor einem Jahr. Ja. Meine Nase juckt gerade auch wieder wie Sau, ey. Das ist echt hart. Ich mag das nicht. Ich hasse es. Es ist diese juckende Nase. Wäre ich ein Hund, würde ich Schweinegeräusche machen. Wie so, von wegen... Was ich auch hier unter mal mache. Also hi. Oh Gott. Alles juckt. Na gut, jedenfalls hat der gute Nick Van Hell einen Link geschickt, der mich zur Seite, zur Newsseite, zur Anime-Newsseite Anime to You geschickt hat. Dieser Link führt mich auf diese Seite. Und jetzt kommt Stick, passt auf. Also, ich lese vor. Anime to You berichtet darüber, dass neue Yo-Kai Watch Folgen 2017 nach Deutschland kommen. Der Bericht ist vom 7. Dezember 2016. Und hier in diesem, auf diese Seite... Oh, kurz mal wieder strecken, weil ich kein Deutsch kann. Und Nacken klatschen. Muss auch sein. So. Anime to You hat geschrieben... VIZ Media Europe gab heute, am 7. Dezember 2016, bekannt, dass im kommenden Jahr neue Folgen der beliebten Anime-Serie Yo-Kai Watch in Deutschland ausgestrahlt werden. Insgesamt 52 neue Folgen finden im Frühjahr 2017 ihren Weg nach Deutschland. Wisst ihr, was im Frühjahr 2017 rauskam? Kein Anime, dafür aber Yo-Kai Watch 2, kräftige Seelen und knochige Gespenster. Und ich bin mir sicher... Hätte Kase, also die Leute, die halt diesen Anime synchronisieren, denke ich jetzt mal. Also jedenfalls sind die da fürs Publishing zuständig und fürs generelle Marketing des Animes. Oder besser gesagt, die sind dafür verantwortlich, dass der Anime synchronisiert wird und lokalisiert wird. Und bevor wir jetzt hier mit dem Ganzen weitermachen, hier wisst ihr Bescheid. Ne? Hier so, ganz kurz. Alles klar. Ja. Welcher Sender die Folgen ausstrahlen wird, wurde nicht genannt. Man kann aber davon ausgehen, dass die Serie bei Nickelodeon fortgesetzt wird, da die erste Staffel doch dort bereits sehr erfolgreich lief. Sehr erfolgreich? Okay. Also, wenn die Serie dort erfolgreich lief, warum wird dann nicht die zweite Staffel geschickt? Wieso hat man die zweite Staffel nicht direkt auf Nickelodeon gebracht? Warum hat man sie generell nicht gebracht? Ich habe das Gefühl, die zweite Staffel, die war schon fertig synchronisiert. Sonst würde man das hier nicht ankündigen. Aber man hat es verworfen. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ob Level 5 gesagt hat, nee, in Deutschland, zweite Staffel, nein. Kein Plan. Aber, jetzt kommt's dicke.
Außerdem wird der erste Yo-Kai Watch Kinofilm ebenfalls in Deutschland veröffentlicht. Wie und wann der Film veröffentlicht wird, ist allerdings bisher noch nicht bekannt. Ja, das ist das Ding. Ne? Ich weiß nicht so genau, was das sein soll, oder wieso berichtet man darüber? Oder, also ich habe nicht die Frage, warum man darüber berichtet, aber wieso kündigt VEZ Media Europe an? Also das ist die Firma, die ich auch schon mal in meinem Yo-Kai Watch 3 News Video erwähnt habe. Das ist die Firma, die sich um Manga Publishing kümmert. So. Und auch generell um Anime und sowas. Wisst ihr Bescheid. So. Ich frage mich aber trotzdem. Wieso kündigen sie das an, wenn es letztendlich nicht kommt? Das finde ich erstens zum Kotzen, zweitens zum Heulen. Weil ich meine, klar, wir werden die zweite Staffel niemals zu Gesicht bekommen in Deutsch. Das wird nicht passieren. Ich meine, man hat die zweite Staffel gekonnt umgangen. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht. Warum hat man das getan? Keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass die zweite Staffel nicht nach Deutschland kam im letzten Jahr und sie es auch nicht tun wird. Aber laut des Yo-Kai Watch Magazins, Ausgabe 11, steht klipp und klar drin, dass der Anime weitergehen wird. Gut, Problem an der ganzen Sache ist, der Anime sagt nicht, wann es weitergehen wird, wo es weitergehen wird, also auf welchem Fernsehsender. Nichts wird davon erzählt. Nichts, gar nichts. Das finde ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ja? Dort hieß es einfach nur, hey, wir verraten dir, wie es weitergeht, aber wir verraten dir natürlich nicht, wann es weitergeht, wo es weitergeht, und ob es auch wirklich weitergeht. Klar, man sollte diesem Magazin eigentlich vertrauen können, weil dieses Magazin ist für Kinder gedacht, die sich denken, hey, also ich meine, stellt euch vor, ihr seid 5 Jahre alt. Ja gut, nicht 5, mit 5 könnt ihr nicht lesen. Stellt euch vor, ihr wärt 10 Jahre alt. Und holt euch dieses Magazin, geht auf Seite 33 und lest, der Yo-Kai Watch Anime geht weiter. Und ihr denkt euch so, und dann wartet ihr Wochen und Monate und der Anime kommt nicht. Ja? Ich will darauf hinaus, warum sollte das Magazin etwas ankündigen, das später nicht da sein wird? Ja? Aber ihr wisst, also generell vertraue niemandem. Ich meine, warum sollte das Magazin, das habe ich auch als Frage bekommen unter meinem Video. Und deswegen komme ich auch auf dieses Thema von wegen, ja, vertraue niemandem. Warum, ich habe einen Kommentar bekommen von wegen, hey, rede uns Kai, warum sollte man den Anime ankündigen, wenn er letztendlich doch gar nicht kommt? Warum sollte man ihn ankündigen, wenn er nicht kommt, Kai? Naja, das ist erstmal eine gute Frage. So an sich. Ich komme auch gleich direkt auf die Antwort. Es gibt keinen Grund. So, also, wenn man etwas ankündigt, sollte es eigentlich kommen. Aber so als kleines Gegenargument. Als die Wii U 2012 oder 2013 in diesem Ankündigungstrailer gezeigt worden ist, wurden auch einige Elemente gezeigt, die ihren Weg niemals auf die Switch, niemals auf die Wii U gefunden haben. Es gab Features wie zum Beispiel, ich erinnere mich da an, stirb doch bitte, du Miststück. Es gab jedenfalls Elemente von wegen, ja, Moment mal kurz. Also ich weiß, dass es in diesem Trailer so eine Gameplay-Szene gab, wo jemand sein Wii U Gamepad frontal und längs gegen den Fernseher gehalten hat und Shuriken-Wurfsterne vom Touchscreen in den Fernseher geworfen hat, quasi. Wisst ihr, was ich meine? Und dieses Feature kam nie, obwohl man es ja eigentlich so angekündigt hat. Ja.
oder im Trailer gezeigt hat. Gut, das muss jetzt nicht, also so ein Ankündigungstrailer, das muss jetzt nicht heißen, dass es dort irgendwelche, ja, wenn dort irgendwelche Spiele gezeigt werden, muss es nicht heißen, dass diese, ja, was soll ich sagen? Es muss keine Ankündigung sein. Wenn man in einem Trailer was zeigt, muss es nicht heißen, dass es kommt. Klar. Aber es gibt auch natürlich so viele Statements von verschiedenen Firmen, die gesagt haben, ja, so wird das auf jeden Fall passieren. Und so kam es am Ende gar nicht. So ist es dann am Ende gar nicht passiert. Ich würde damit sagen, vertraut niemandem, auch nicht diesem Magazin. Klar, es ist offiziell und so und es erklärt, wie Staffel 3 weitergeht. Aber das hätte man sich auch in 5 Minuten ergoogeln aneignen können. Das hätte man auch in 5 Minuten googeln rausfinden können. Klar, die Namen der einzelnen Charaktere wurden übersetzt. Hier dieser Doktor, irgendwas, dieser Wissenschaftler, der mit Usapion an einer Rakete bauen möchte und an einer Rakete forscht. Sein Name ist auch auf Deutsch. Erika ist auf Deutsch übersetzt worden. Usapion ist, na gut, auf Deutsch übersetzt worden. Ja gut, im Englischen heißt er auch Usapion, aber okay. Jedenfalls, ich würde mich echt freuen, wenn Anime Staffel 3 nach Deutschland kommt und das auch zeitnah und nicht erst in einem Jahr oder überhaupt nicht. Aber das sind halt diese Probleme, die wir von dieser Zeitschrift haben. Klar, man speist uns mit Yo-Kai Watch Staffel 3 News, aber gleichzeitig ist das die letzte Yo-Kai Watch Magazin Ausgabe. Und man kündigt nicht an, wann diese Serie kommt. Auf welchem Sender sie kommt. Man sagt uns nicht, wo wir, keine Ahnung, auf dem Laufenden gehalten werden. Wisst ihr was? Vielleicht rufe ich mal beim Magazin an und informiere mich mal so ein bisschen. Und frage mal so, hey, ich habe letztens euer Magazin gekauft. Yo-Kai Watch Magazin Ausgabe 11 und... Ja, moin! Ich habe letztens eure 11. Ausgabe des Yo-Kai Watch Magazins gekauft und ich bin echt gehypt auf Yo-Kai Watch 3, dass ihr das angekündigt habt, aber wann kommt denn das eigentlich? Das steht im Magazin nicht drin. Vielleicht wird mir verraten, wann es kommt, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ne, also vielleicht dürfen sie da nichts drüber sagen, vielleicht können sie nichts drüber sagen, weil es halt einfach nur... Ne? Nur auf der Gegenseite, warum sollten sie im Magazin etwas zu Yo-Kai Watch Staffel 3 sagen, wenn Yo-Kai Watch Staffel 3 sowieso nicht nach Deutschland kommt? Da hätte man es ja auch gar nicht irgendwie ins Magazin reinbringen müssen. Es sind zwei Seiten der Medaille, es ist halt echt schwer, wie man das sehen soll. Entweder von der einen oder von der anderen Seite, das war die Vertrauensbasis oder die Fakten, die wir haben. Auch wenn es etwas lückenhaft ist. Alles klar. Eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch Puni Puni sehen, abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein und ciao.